Wir haben mitgemacht an der Energiejagd, um 0 Watt zu haben. Das ist, dann müssen wir am wenigsten Watt bei jedem Gerät haben. Ein Animator ist dann zur Schule gekommen und hat mit den Kindern geschaut, in der ganzen Schule, wo es Stellen gibt, wo man Energie eigentlich verschwendet. Was sieht man noch hier in der Klasse, wo man Strom oder Energie sparen könnte? Fabrice. Den Schalter da hinten immer ausmachen, wenn man den Computer nicht mehr braucht. Was denkt ihr davon? Den Computer ausschalten, ja. Ist das eine gute Idee? Ja, ja. Also hier haben wir ein Thermometer und hier haben wir ein Lichtmesser, ja, oder ein Luxmeter. Und auch mit den Lampen, dann hat man gesehen, wie viel Lux wie hell die waren, und man konnte auch sehr viel Energie sparen. Weil mit dem Gerät konnte man sehen, ob man schon genug Licht hatte oder noch nicht genug. Und sonst konnte man das Licht ja ausmachen, und so hat man Energie gespart. Wir haben erst ja das Licht gemessen, ob da genug ist, und dann haben wir überlegt, was wir machen können. Zuerst messen wir ohne Licht. Bei manchen waren mit den Lampen 1000. Das ist ja mehr als genug. Da kann man ja dann ruhig eine Lampe rausholen, weil man braucht die ja gar nicht. Das ist ja Verschwendung. Dass man nicht immer alles anlassen soll, sondern ausmachen muss. Und dass man die Fenster aufmacht und dann die Heizung so ausmacht, sonst verbraucht man ja auch Strom. Ich fand es auch interessant, mit den Messgeräten zu arbeiten. Mit dem Laser zum Beispiel, wenn man mit dem Laser irgendwo drauf strahlte, dann hat man gesehen, wie heiß die Oberfläche war. Es war auch sehr lehrreich, aber auch sehr vorteilhaft für die Kinder. Jeder konnte, hat eine bestimmte Rolle auch dann, und die Kreativität war sehr groß. Es war nicht nur ein Frontalunterricht, sondern die Kinder konnten wirklich aktiv arbeiten und wirklich im Leben sehen, also wirklich realitätsnah sehen, wie man alles ändern kann. Ja, es war lustig, interessant auch, dass man dann sehen kann, wie man misst, wie man etwas misst. Weil ich wusste noch nie, wie man so etwas misst, da wusste ich noch nie etwas darüber. Es ist eine gute Sache, so zu sparen, und das macht auch Spaß. Man kann ja auch selber Filme so drehen, für zu zeigen, wie man das macht. Okay. Hallo, wir sind hier in der Schule Born und wollen euch zeigen, wie man Energie spart. Kommt mit! Raphael und Elisabeth, zeigt ihr mir mal, was ihr macht? Ja. Das hier ist ein Wattstecker. Wattmeter. Den müssen wir in die Steckdose stecken. Dann steckt man den Multistecker ins Wattmeter. Dann steckt man den Stecker in den Multistecker, und man macht an, und da kann man jetzt lesen, was man verbraucht. Ich habe gedreht mit der Kamera, und Fabrice die ganze Zeit einen Satz falsch gesagt,
also komisch gesagt. Dann hat Lenny angefangen zu lachen, dann haben alle mitgelacht. Ça tourne, alors attention, clap. Version allemande 2. Super, clap. Version allemande 3e. Jetzt gehen wir zu Matthias und Fabrice. Was habt ihr denn hier? Bei uns ist der Multistecker schon mit dem Wattmeter angeschlossen. Und jetzt sieht man, wie viel es denn verbraucht. Also wir lesen darauf, was ist Watt? Und wenn man jetzt den Multistecker ausschaltet, dann verbraucht es 0 Watt. Ja, jetzt gehen wir zu Carlo. Ich erkläre euch, was wir auf der Tafel geschrieben haben. Die Computer und die Kopiermaschine verbrauchen bei Standby 60 Watt. Im Jahr sind die Computer auf Standby 8000 Stunden an. Der Energieverbrauch ist 480 Kilowattstunde. Wir sparen 240 Kilogramm CO2 und 120 Euro, wenn wir Standby ausschalten. Und wir fragen die Gemeinde noch, ob wir die Hälfte von dem Geld haben können. Das sind 60 Euro, aber was machen wir überhaupt mit dem Geld? Bälle kaufen. Bälle kaufen. Es war für die Kinder eine neue Erfahrung, eine tolle Erfahrung. Sie waren begeistert und es war auch interessant für sie, mitzuarbeiten in einem Team, mit dem Animator wirklich die Stellen zu suchen, auch kleine Sachen, zum Beispiel im Heizungsraum, zu sehen, was man alles ändern könnte, um Energie zu sparen. Alle Kinder konnten eigentlich alle ihre Ideen sagen. Es ist gut, Energie zu sparen, weil man spart Geld und man macht nicht so viel Umweltverschmutzung. Energie sparen, dass nicht so viel Umwelt, dass die Umwelt auch besser in Ordnung ist, dass nicht so viel CO2 verbraucht wird. Dafür wird es immer wärmer und dann schmilzt es, also Südpol und Nordpol, und dann sterben die Tiere da aus.